Auszahlungen. Aber heute sprechen wir über Kosten. Und zwar sprechen wir über zwei Arten von Kostenrechnungen. Ganz klassisch die Kostenarten und die Kostenstellenrechnung. Kostenartenrechnung ist im Wesentlichen damit beschäftigt, die Kosten zu ermitteln. All das, was uns die Buchführung gibt, zu analysieren und nachzuschauen, was ist davon Kosten, was können wir außen vor lassen, was müssen wir vielleicht sogar noch ergänzen. Kostenermittlung. Ja, die Kostenstellenrechnung dann, die verteilt einen Teil der Kosten auf eben diese Kostenstellen. Und das Mittel der Wahl ist der BAB, der Betriebsabrechnungsbogen. Nichts anderes als eine Tabelle, in der verschiedene Rechenoperationen durchgeführt werden. Was dann bei diesem Betriebsabrechnungsbogen herauskommt im Schluss, sind Zahlen, die man als Gemeinkostenzuschlagsätze bezeichnet. Diese Sätze sind dann relevant, wenn wir uns der dritten Art von Kostenrechnung, nämlich der Kostenträgerrechnung, zuwenden. Es geht im Wesentlichen um Folgendes. Dazu sollten Sie vielleicht das Titelblatt unseres Skripts mal zur Hand nehmen. Das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenstellung all dessen, worum es in der Kostenrechnung geht. Das werde ich jetzt Schritt für Schritt erläutern und auch nochmal an die Tafel malen, weil das ist wirklich was Wichtiges. Ein Ziel der Kostenrechnung ist es, auszurechnen, was unsere Produkte im Betrieb als Selbstkosten verursachen. Wie viel kostet den Betrieb selber, man sagt, eine Einheit Kostenträger? Zum Beispiel, wenn Sie einen PKW herstellen, wie viel Selbstkosten sind dafür aufzuwenden? Das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Wie viel kostet ein Kostenträger? Und eine weitere wichtige Aufgabe ist die Zusammenstellung der Kosten der einzelnen Kostenstellen. In einem Betrieb haben Sie verschiedene Organisationsbereiche, Verwaltung, Marketing, Einkauf und so weiter. Und jetzt zusammenzustellen, was in diesen Organisationseinheiten an Kosten anfallen, das ist eine weitere Aufgabe der Kostenrechnung. Also zwei Punkte. Was kostet eine Output-Einheit, ein Kostenträger? Nächster Punkt. Wie viele Kosten sind an den verschiedenen Organisationseinheiten angefallen? Wir fangen ganz einfach an. Vielleicht erinnern Sie sich an diese kleine Tabelle. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? G, V, E, A. Das ist... Ja, E steht für Erträge. Ja, exakt. Das ist also eine Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist ja verpflichtend für die meisten Betriebe, eine Gewinn- und Verlustrechnung zu machen. E für Ertrag, A für Aufwand. Wenn danach eine positive Größe rauskommt, ist Differenz, haben wir einen Gewinn. Das hier ist ebenfalls aus der Finanzbuchhaltung bekannt. Wofür steht das wohl, das Symbol? A wie aktiv, P wie passiv. Das ist eine ganz klassische Bilanz in der T-Form. Diese beiden Größen sind Bestandteil der externen, des externen Rechnungswesens, sind verpflichtend für die allermeisten Betriebe. Die Zahlen sind also da. Die Zahlen, und vor allem sind wichtig die Zahlen Ertrag und Aufwand. E und A, die ich hier also rot und grün auch geschrieben habe. So. Wir reden aber nicht über Ertrag und Aufwand, sondern wir reden über Kosten und Leistungen. Das ist der erste Punkt. Wir müssen uns diesen Input nehmen und ihn darauf abklopfen. Sind das Kosten, was hier vorkommen? Sind es Leistungen oder ist es keins von beiden? Oder müssen wir vielleicht was abändern? Das macht die Kostenartenrechnung. Wir ermitteln also die gesamten Kosten oder extrahieren diese Kosten aus dem externen Rechnungswesen. So, wenn wir das erledigt haben, die Kosten erstmal aufgestellt haben, eine Tabelle mit allen möglichen Kosten und den Zahlen dann auch aufgestellt haben, dann geht es an unsere beiden Hauptaufgaben.
Und zwar die große Hauptaufgabe, was kostet ein Kostenträger? Gut, Sie haben hier Materialkosten, Personalkosten, Zinsen und so weiter und so weiter. Und einen Teil dieser Kosten können Sie eindeutig einem Kostenträger zuordnen. Sie wissen zum Beispiel Material, weiß ich, für das linke hintere Rad von diesem Auto, die Kosten dafür sind eindeutig zuzuordnen. Und diese Kosten, die eindeutig einem Kostenträger zuzuordnen sind, die nennt man Kostenträger-Einzelkosten. Sie haben vielleicht auch eine Produktpalette und Sie können bei diesen Einzelkosten genau sagen, aha, diese Kosten sind eindeutig dem Produkt X zuzuordnen, diese Kosten eindeutig dem Produkt Y und so weiter. Das sind die Kostenträger-Einzelkosten. Die werden direkt in diese Kostenträgerrechnung übernommen. Die sind ja direkt unseren Produkten zuzuordnen. Über die Kostenträgerrechnung werden wir nächstes Mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Ja, es gibt aber auch Kosten, die hier auftreten, die ja, für mehrere Produkte anfallen. Nehmen wir dann irgendwelchen Farbstoff, den Sie kaufen, der auf alle möglichen Produkte verteilt wird, irgendwelche Gehälter, die vielleicht einem Manager zukommen, der sich eben für alle Autos da stark macht, das sind Gemeinkosten. Gemeinkosten. Genauer gesagt, Kostenträger-Einzelkosten. Ne? Kostenträger-Gemeinkosten. Diese Kosten sind nicht einem Kostenträger zuzuordnen, so ohne weiteres. Und diese Gemeinkosten, unsere Aufgabe besteht es darin, diese Gemeinkosten irgendwie doch vernünftig und verursachungsgerecht den verschiedenen Kostenträgern zuzuordnen. Und das geschieht über eine Zwischenstation, nämlich die Kostenstellenrechnung. Wir nehmen die Gemeinkosten, wenn wir sie schon nicht den Kostenträgern zuordnen können, dann können wir sie wenigstens, versuchen, sie den Kostenstellen zuzuordnen. Und hier sind die Kostenstellen, die verschiedenen Organisationseinheiten im Betrieb und wir ordnen jetzt diese Kosten, diese Gemeinkosten, den Kostenstellen zu. Auch wieder möglichst verursachungsgerecht, möglichst nach einem vernünftigen Schlüssel. Bei diesen Kostenstellen werden Sie feststellen, nachher, es gibt klassischerweise vier Hauptkostenstellen. Das sind Kostenstellen, die wirklich Kontakt mit dem Produkt haben. Das ist die Materialkostenstelle, die Fertigungskostenstelle, die Vertriebs- und die Verwaltungskostenstelle. Wobei die können auch aufgegliedert werden. Es gibt verschiedene Fertigungskostenstellen unter Umständen. Jedenfalls haben die direkt Kontakt zu den Produkten. Daneben gibt es noch Kostenstellen. Nehmen Sie zum Beispiel die Kantine. Die hat jetzt nicht direkt Kontakt zu den Produkten, sondern liefert Leistungen für die anderen Kostenstellen. Das nennt man dann Vor- oder Hilfskostenstellen. Die fallen natürlich hier auch ins Gewicht. Denken Sie mal an Stromkosten. Stromkosten können Sie jetzt nicht unbedingt den Produkten zuordnen, aber Sie können sie recht gut den Kostenstellen zuordnen. Und auch die Kantine hat zum Beispiel Stromkosten. Die Idee ist jetzt folgende, die bei der Kostenstellenrechnung, also Einzelkosten werden direkt auf die Produkte umgelegt, Gemeinkosten werden erstmal auf die Kostenstellen umgelegt, dann werden alle Kostenstellen, die Vor- oder Hilfskostenstellen sind, genommen und deren Kosten verteilt auf die Hauptkostenstellen. Sodass am Schluss nur noch die farbigen Kostenstellen ja übrig bleiben mit den entsprechenden Summen. Und dann macht man Folgendes. Man beteiligt sozusagen das Produkt an den verschiedenen Kostenstellen mit einem gewissen Prozentsatz. Und dieser Prozentsatz, der nennt sich Gemeinkostenzuschlagsatz. Wie man das macht, das werden wir auch nächstes Mal genauer erläutern. Aber jetzt kommt es zunächst mal darauf an, dass Sie dieses Gesamtbild einigermaßen verstanden haben.
Erstmal Kosten überhaupt ermitteln. Dann Kosten unterteilen in Einzelkosten und Gemeinkosten. Die Einzelkosten direkt den Produkten zugeordnet. Die Gemeinkosten erstmal auf die Kosten stellen. Die Kosten stellen auf die Hauptkosten stellen, dann konzentriert und dann über einen Prozentsatz dem Kostenträger zugeordnet. Also diese Abbildung wird uns weiter verfolgen. So, wir fangen aber hier erstmal an bei den Kosten. Wir hatten bisher in der Gewinn- und Verlustrechnung vom Aufwand gesprochen. Aufwand, das ist hier mit A gekennzeichnet, der Aufwand hier mal auch grafisch dargestellt. Da finden Sie in den Büchern der Betriebswirtschaft die Definition. Der Aufwand ist der Werteverzehr in einer Periode. Werteverzehr in einer Periode. Und zwar vor allem bewertet nach gesetzlichen Vorschriften. Vieles ist da gesetzlich geregelt, damit sich nicht jeder arm oder reich rechnen kann, wie er dem auch will. Wie auch will. Die Kosten hingegen, darauf kommt uns jetzt an, die Kosten sind auch ein Werteverzehr in einer Periode. Aber die Kosten sind jetzt durch drei Eigenschaften gekennzeichnet. Kosten sind Punkt 1 immer nur betriebsbedingte Kosten. Also nur das, was mit der Herstellung von unserem Produkt zu tun hat, das ist ein Kosten. Als Aufwand können Sie zum Beispiel auch irgendeine Spende gültig machen, ne? Also geltend machen. Aber eine Spende ist jetzt keinerlei Kosten. Das ist der erste Punkt, betrieblich bedingt. Zweiter Punkt, ordentlich. Ordentlich bedeutet, diese Beträge fallen regelmäßig an, üblicherweise an. Wenn Ihnen hier zum Beispiel irgendeine Lagerhalle abbrennt, dann können Sie das steuerlich auf Aufwand geltend machen. Das ist aber nichts, was regelmäßig passiert. Also es sind keine Kosten. Nur das, was wirklich regelmäßig angesetzt werden kann, das sind Kosten. Und wichtig auch, dass die Kosten realistisch bewertet werden. Wir sind nicht an gesetzliche Vorschriften gebunden. Also die Abschreibung machen wir so, wie sie realistisch ist. Und auch gewisse Dinge, die man nicht als Aufwand geltend machen kann, die müssen wir geltend machen. Zum Beispiel der Unternehmerlohn. Trotzdem überschneiden sich Kosten und Aufwand zu einem sehr, sehr großen Teil. Das habe ich hier auch versucht zu zeigen. Also vieles, was als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung aufkommt, das können Sie 1:1 übernehmen. Das ist der sogenannte, sind die aufwandsgleiche Kosten. Wir werden gleich noch ein paar Beispiele machen. Andere Punkte im Aufwand müssen Sie entweder extra ansetzen, Zusatzkosten sind das, oder ein bisschen verändern. Das sind die Anderskosten. Und das Ganze nennt man dann auch die kalkulatorische Kosten. Machen wir ein Beispiel. Hier haben Sie so eine Abgrenzungsrechnung. Da haben Sie links haben Sie den Rechnungskreis 1, das, was das externe Rechnungswesen liefert, eine Gewinn- und Verlustrechnung, was die Steuer dann auch zukommt. Das, was veröffentlicht wird unter Umständen, Rechnungskreis 1, Aufwendungen, Erträge. Und dann machen Sie hier Ihre Korrekturen und kommen dann hier rechts zum Rechnungskreis 2, zu den Kosten und Leistungen. Beispielsweise, wenn Sie Umsatzerlöse haben. Sie verkaufen hier Ihre Produkte, haben Umsatzerlöse, dann sind das Erträge. Und diese Umsatzerlöse können Sie 1:1 in die Kostenrechnung übernehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist auch realistisch beurteilt eine positive Größe. Da müssen Sie auch nichts abändern. Wenn Sie Löhne zahlen, dann sind das Aufwendungen. Und auch hier können Sie 1:1 die Löhne als Kosten ansetzen. Das ist betrieblich bedingt, sind ordentlich und erfüllen also alles Kriterien, die für Kosten gelten. Das sind also bei weitem die größten Posten. Jetzt gibt es zum Beispiel Erträge, zum Beispiel wenn Sie ein Gebäude vermieten,
bekommen sie Erträge, müssen sie auch versteuern, aber das sind keinerlei Leistungen, die mit dem eigentlichen Sinn und Zweck des Betriebes zu tun haben, also können wir die völlig abgrenzen. Die kommen gar nicht bis hierhin. Genauso können sie zum Beispiel Spenden zwar steuerlich absetzen, aber eben spielen keine Rolle für den Erfolg oder Misserfolg des Betriebes, können sie auch völlig abgrenzen. Dann kommen wir jetzt zu den Korrekturen. Abschreibungen. Abschreibungen sind gesetzlich geregelt. Sie müssen zum Beispiel ein Auto, weiß ich, immer auf 5 Jahre abschreiben und möglichst auch linear oder so. Das können Sie in der Kostenrechnung viel realistischer machen. Sie können den genauen Wertverlust können Sie hier als Abschreibung ansetzen. Aus steuerlichen Gründen haben Sie zum Beispiel einen großen Abschreibungsbetrag gewählt, aber realistisch betrachtet in der Kostenrechnung eine etwas kleinere Summe. Manche Positionen, zum Beispiel Unternehmerlohn in einer Personalgesellschaft, können Sie nicht als Aufwand geltend machen, aber aus Vergleichbarkeitsgründen kommt es in der Kostenrechnung vor. So, hier sind ein paar Zahlen auch dazu. Hier zum Beispiel links das, was Sie der Steuer vorlegen, ne? Umsatzerlöse plus Mieterträge plus Ertrag aus Wertpapieren plus Zinserträge plus alles positive Größen, alles Erträge. Davon dürfen Sie aber nur, oder sollten Sie nur zwar den ersten Punkt in die Kostenrechnung übertragen, denn alles andere hat nichts mit dem Betrieblichen zu tun. Und Sie wollen ja bei einer Kostenrechnung realistische Zahlen rausbekommen, die mit dem Betrieb zu tun haben. Hier der Aufwand. Einige Positionen können Sie 1:1 übernehmen, andere Positionen müssen Sie ergänzen. Wieder andere Positionen müssen Sie stark abändern. Ich will hier nur auf eine Position eingehen, auf die Zinsaufwendungen. Sie haben hier vom Finanzamt 200 Euro Zinsaufwendungen geltend gemacht, weil Sie diese 200 Euro an die Bank gezahlt haben als Zinsen. Das ist völlig in Ordnung. Sie haben aber hier in der Kostenrechnung über 7.000 Euro an Zinsen angesetzt. Und das liegt daran, dass man in der Kostenrechnung nicht nur das Kapital, was wirklich von der Bank geliehen ist, ansetzt, sondern das gesamte Kapital, woraus die Firma besteht, ansetzt und darauf dann kalkulatorische, fiktive Zinsen errechnet. Aus Vergleichbarkeitsgründen. Denn Sie könnten ja auch diese ganze Firma auflösen, das Kapital auf die Bank bringen, hätten dann eine ganze Menge Zinsen. Und diese entgangenen Zinsen, das sind praktisch die Kosten, die hier auftreten. So, wenn Sie jetzt hier diese beiden Zahlen nehmen, dann kommen Sie zum steuerlich relevanten Ergebnis, zum Gesamtergebnis. Sie sehen, das ist ziemlich schlimm aus hier bei dieser Firma. Minus 28.000 Euro und die Aufwendungen, die übersteigen die Erträge bei weitem. Also 28.000 Euro Verlust. Aber wenn Sie jetzt die Kosten und Leistungen vergleichen, ne, ganz realistisch betrachtet, was macht denn unser Betrieb, dann sieht es noch schlimmer aus. Dann haben Sie hier einen Verlust von 41.000. Das ist das Betriebsergebnis. Also realistisch betrachtet machen Sie hier wirklich ordentlich Verlust und man muss sich überlegen, wie man hier weiter vorgeht. Ja, also wir haben jetzt die Kosten ermittelt aus der GUV-Rechnung die Kosten extrahiert und ein bisschen abgeändert. Und wir teilen jetzt die Kosten nach verschiedenen Kriterien ein. Wir stellen einen Kostenplan, stellen wir auf. Und zwar ist es üblich, dass man die Kosten in sieben Arten unterteilt. Zum Beispiel Materialkosten, klar, das Blech, aus dem das Auto besteht oder was auch immer, Personalkosten, ne? Angestellte, Arbeiter, Abschreibungen, ne? Wertverlust von den Anlagen, dann die Zinsen, Fremdleistungskosten, Wartungskosten und Gebühren. Ja, sind sieben Positionen im Kostenplan und es muss natürlich ganz klar jetzt festgelegt werden, wo welche
Kosten untergebracht werden. Das heißt, jede größere Firma, sollte, die sowas macht, sollte dann genau einen Kostenplan haben, wo dann auch drinsteht, wo werden zum Beispiel die Kosten für Kopierpapier untergebracht. Manchmal gibt es ja da mehrere Möglichkeiten. Gut. Gut, wir haben den Kostenartenplan, wir haben auch die Kosten jetzt als Summen dazustehen. Und jetzt teilen wir ein diese Kosten in eine ganz wichtige Unterteilung in Einzel- und Gemeinkosten. Das nennt man Zurechenbarkeit zu Kostenobjekten. Und was ich hier geschrieben habe, ist die Zurechenbarkeit zum Kostenobjekt Kostenträger, also Güter, die die Firma produziert. Einzelkosten und Gemeinkosten. Die Einzelkosten kann man direkt dem Output zuordnen. Die Gemeinkosten muss man über irgendwelche mehr oder weniger sinnvollen Schlüsse dann doch wieder den Produkten zuordnen. Und wie das geht, das werden wir im Folgenden sehen. Also letztendlich werden natürlich beide Kostenarten dem Produkt dann zugeordnet, damit man die Selbstkosten als Zahl ermitteln kann. Das ist eigentlich eine Folie, die hätte ich vorhin schon zeigen sollen. Dieser Unterschied, Zinsen, die man beim Finanzamt absetzen kann als Aufwendungen, das sind die Zinsen, die man wirklich zahlt. Wenn man, Sie hätten 300.000 aufgenommen für zu 10%, dann haben Sie gezahlt 30.000, das können Sie als Ertrag, als Aufwand ansetzen. Wenn Sie aber in der Kostenrechnung sich das Ganze anschauen, müssen Sie das betriebsnotwendige Kapital sehen, zum Beispiel hier fast 2 Millionen. Sie nehmen so einen kalkulatorischen Zinssatz, der zwischen Habenzins und Sollzins üblicherweise liegt, und sagen, so Pi mal Daumen, 148.000 Euro sind entgangene Kosten oder entgangener Gewinn, und das sind entsprechend kalkulatorische Zinskosten. Unternehmerlohn, gibt es auch verschiedene Formeln für, wie man den ausrechnet, kann man in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht ansetzen, aber in der Kostenrechnung sehr wohl. Nehmen wir wieder unser Beispiel, diese Speedy GmbH, die hat zum Beispiel jetzt so eine Kostenartenrechnung aufgestellt und stellt fest, wir haben Material, also Rohstoffe, Materialkosten von fast 500 Millionen, und wir haben Fertigungslöhne, also Löhne, die in der Fertigungsabteilung auftraten, von 66 Millionen. Und das sind jetzt die beiden Positionen, die die Einzelkosten sind, darstellen. Denn diese Kosten können Sie jedem Produkt, was die Firma herstellt, eindeutig zuordnen. Der Lohn eines Arbeiters, der nur mit Modell A zu tun hat, der ist eben, diese Kosten sind eben für Modell A zuständig. Das sind also die Kostenträger Einzelkosten. Alles andere sind dann Kostenträger Gemeinkosten. Die sind nicht einem Modell zuzuordnen, sondern eben erstmal allen oder mehreren. Hilfsstoffe, ich hatte vorhin gesagt, irgendwelche Farben oder Schrauben oder was auch immer, Material, was bei mehreren Modellen zum Einsatz kommt, wäre hier zu nennen, Hilfslöhne, Gehälter und so weiter. Man kann jetzt diese Kostenträger Gemeinkosten nochmal unterteilen. Ich sagte ja, diese Gemeinkosten werden auf die Kostenstellen zugeordnet. Es gibt dann Positionen, die wirklich eindeutig einer Kostenstelle zuzuordnen sind. Zum Beispiel hier die Gehälter von Leuten, die genau in dieser Kostenstelle arbeiten. Die sind eindeutig der Kostenstelle zuzuordnen. Und es gibt, und das nennt man dann Kostenstellen-Einzelkosten. Das sind zwar Kostenträger-Gemeinkosten, aber Kostenstellen-Einzelkosten. Und es gibt Kosten, die jetzt nicht so direkt einer Kostenstelle zuzuordnen sind, sondern die mehreren Stellen zuzuordnen sind, die muss man über Schlüssel wieder umverteilen. Das sind die Kostenstellengemeinkosten. Hier nochmal was zu den Einzelkosten. Die Materialeinzelkosten hatten wir ja
vorhin auf knapp 500 Millionen festgestellt. Und die kann man ganz eindeutig auf die Produktpalette umlegen. Gute 300 Millionen auf den City und fast 200 Millionen auf den Family. Bedeutet, Sie können schon mal sagen, als Material-Einzelkosten sind so und so viel Euro angefallen pro Stück. Das ist ein Teil der Selbstkosten. Bei den Fertigungskosten genauso. Sie haben diese 66 Millionen ganz klar unterteilt auf die beiden Produkte und können dann schon mal ein gewichtiger Teil der Selbstkosten hiermit erhalten, aber bei weitem natürlich nicht alles. Sie müssen auch die Gemeinkosten dann irgendwie zurechnen. Wie das geht, sehen wir jetzt gleich im Folgenden. Wir halten nur noch kurz fest. Die Kostenartenrechnung, das, was bis hierhin passiert, die Kostenartenrechnung hat die Aufgabe, die Zahlen aus der Buchhaltung so aufzubereiten, dass Kosten entstehen, dass also Kosten als Zahlen entstehen, dass Kostenvergleiche, Kostenkontrollen möglich sind. Einzelkosten werden dann direkt den Kostenträgern zugeordnet. Gemeinkosten werden erstmal auf die Kostenstellen verteilt und dann über Schlüssel den Produkten zugerechnet. Nochmal die Abbildung von vorhin. Hier ist die Buchführung. Daraus extrahiert die Kostenartenrechnung die Kosten und teilt sie auf in Einzel- und Gemeinkosten. Und jetzt sind wir bei diesem Punkt hier angelangt, dass wir die Gemeinkosten verteilen auf die Kostenstellen. Vier Hauptkostenstellen oder auch Endkostenstellen genannt, die bleiben bis zum Schluss auch dann uns erhalten. Und alle anderen Kostenstellen, die verteilen letztendlich ihre Kosten auf diese Endkostenstellen. So, was ist überhaupt eine Kostenstelle? Es ist eine Organisationseinheit im Unternehmen. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Sie später in Ihrem beruflichen Leben mal eine Kostenstelle leiten werden. Und dann sind Sie auch verantwortlich für all das, was da passiert und auch für die Kosten natürlich verantwortlich. Darum ist es ganz sinnvoll, wenn Sie sich jetzt schon mal an diese Begrifflichkeiten gewöhnen. Ein Unternehmen ist zum Beispiel in verschiedene Profit Centers untergliedert. Die Profit Centers in verschiedene Cost Centers. Die Cost Centers in Kostenstellengruppen und dann die Kostenstellengruppen in die Kostenstellen. Ist das alles den Unternehmen überlassen, wie sie das einteilen, ob sie Kostenstellenrechnung überhaupt machen, wie groß die Kostenstellen sind, wie weit sie fein sie das unterteilen. Je feiner sie unterteilen, desto verursachungsgerechter ist die Sache, aber desto aufwendiger ist die Sache auch. Die Fräserei wäre zum Beispiel in diesem Beispiel eine Kostenstelle. Die Fräserei hat mehrere Maschinen und man kann jetzt so weit gehen, dass man die einzelnen Maschinen noch als Unterkostenstelle, also als Kostenplatz ansieht. Sie können auch die einzelnen Maschinen als Kostenstelle ansehen, also das ist alles Ihnen überlassen. Haupt- und Nebenkostenstellen, hier haben Sie nochmal die Definition einer Kostenstelle, Teilbereich eines Unternehmens. Die Hauptkostenstellen, da sagt man, die sind unmittelbar an der betrieblichen Leistung beteiligt, haben unmittelbar Kontakt zum Produkt. Materialkostenstelle kümmert sich um den Einkauf von Material. Fertigungskostenstelle, da werden die Produkte gefertigt. Vertriebskostenstelle, da werden die Produkte eben marketingmäßig vertrieben. Und Verwaltung zählt man auch noch dazu, obwohl die Verwaltung oft mit dem Produkt gar nicht so direkt sowas zu tun hat. Ja, und alle anderen Kostenstellen sind Neben- oder Hilfskostenstellen. Die geben ihre Leistungen jetzt nicht nach außen ab, sondern geben ihre Leistungen an die untergeordneten Kostenstellen, also an die Hauptkostenstellen ab. Zum Beispiel eben die Kantine oder in größeren Betrieben, Gasherstellung, Stromherstellung
oder auch Reparaturservice und ähnliches. Instandsetzung. So, unsere Aufgabe ist es jetzt also erstmal, die Gemeinkosten auf die Kostenstellen zu verteilen, so verursachungsgerecht wie möglich. Und das Hilfsmittel zu dieser Aufgabe ist der Betriebsabrechnungsbogen, der BAB. Einfach eine Tabelle. Das Ganze wird natürlich heutzutage alles über EDV gemacht, aber die einfachste Art des Betriebsabrechnungsbogens will ich Ihnen hier mal vorstellen. Die Kostenartenrechnung hat zum Beispiel folgende Liste erstellt. Sie sehen, insgesamt sind da in dieser Periode Kosten von gut 250.000 Euro aufgetreten und jetzt eben nach diesen 7 Unterteilungskriterien aufgeteilt. Kostenstellen haben wir in diesem Betrieb auch nur die klassischen 4, Materialfertigung, Verwaltung und Vertrieb. Das haben wir. Und jetzt geht es erstmal darum, überhaupt Einzelkosten und Gemeinkosten zu identifizieren. Wobei das hier schon sehr einfach ist. Was sind hier die Einzelkosten? Links in der Liste. Welche Kosten lassen sich direkt den Kostenträgern zuordnen? Die Gehälter nicht so. Gehälter ist mehr für Angestellte, also für Führungspositionen. Die Fertigungslöhne, die lassen sich, so wird das üblicherweise beschriftet, die Fertigungslöhne, das sind Leute, die in der Fertigung arbeiten und die jetzt vielleicht nur mit einem Produkt zu tun haben. Üblicherweise sind also nur die Fertigungslöhne und die Materialeinzelkosten Einzelkosten, alles andere sind Gemeinkosten. Und diese Gemeinkosten, die haben wir jetzt mal gelb gekennzeichnet, das sind diese Hilfs- und Betriebsstoffe, das sind die Gehälter, das sind Sozialkosten, Abschreibung und kalkulatorische Zinsen. Diese 5 Positionen müssen wir jetzt auf die Kostenstellen verursachungsgerecht umlegen. Und dazu nutzen wir den BAB. Hier haben wir noch eine weitere Information. Moment, hier nur noch eine Zusammensetzung der Informationen. Einzelkosten 170.000, Gemeinkosten 88.000. Ja, die Gehaltslisten liegen auch vor. Das ist das, was Sie jetzt meinten. Die Gehälter, diese 30.000, verteilen sich auf die Kostenstellen in dieser Art und Weise, lässt sich ja eindeutig verteilen. Und das wird uns auch beim BAB dann helfen. Ein BAB sieht so aus, dass Sie eine Tabelle erstellen. Die Spalten sind die Kostenstellen. Also die senkrechten Spalten sind die Kostenstellen und die horizontalen Zeilen, das sind die einzelnen Gemeinkosten. Genauso wie hier skizziert. Und jetzt verteilen Sie die Summe dieser Gemeinkosten, möglichst verursachungsgerecht oder wenn nicht, im sinnvollen Schlüssel, auf die Kostenstellen. Gehälter hatten wir schon verteilt. Die Hilfs- und Betriebsstoffe, insgesamt waren es ja 12.000, die kann man ganz gut verteilen, wenn man Materialentnahmescheine hat, wenn man genau weiß, wie viel Hilfs- und Betriebsstoffe hier und dort abgegriffen wurden. Gehälter hatten wir eben schon verteilt. Sozialkosten kann man genauso wie die Gehälter verteilen. Die Abschreibungen, je nachdem, wie groß die Maschinen sind, die da stehen, kann man recht gut verursachungsgerecht und verteilen. Und die Zinsen kann man, je nach vorhandenem Kapital, auch ganz gut verteilen. Man braucht also noch keine großartigen Schlüssel dazu. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Und jetzt haben wir die Kostenstellenrechnung schon zum gewissen Teil durchgeführt. Wir haben die Gemeinkosten, diese, was waren es, 88.000 circa, haben wir jetzt verteilt auf die einzelnen Kostenstellen. Und zwar auf die Hauptkostenstellen. Insgesamt 88.000. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Nehmen wir dem an, dass wir einige Vorhilfs-
oder Nebenkostenstellen haben, die mit dem direkten Produkt nichts zu tun haben, die Leistung nur innerhalb des Werkes abgeben. Und da kann man im einfachsten Fall nach dem Treppenverfahren, kann man diese Kosten von den Vorkostenstellen verteilen, Treppenverfahren, weil das hier ganz so aussieht wie eine Treppe. Wichtig ist, dass also am Schluss nur noch die Endkostenstellen übrig bleiben, dass die anderen Kostenstellen entlastet sind, dass da Null steht als Endzahl. Ich habe hier ein kleines Beispiel konstruiert oder entnommen der Literatur. Wir haben hier vier Kostenstellen, A1, A2 sind Vorkostenstellen und K1, K2, das sind Hauptkostenstellen. Die müssen wir nachher, auf die müssen wir nachher achten, dass wir da alles richtig zusammenzählen. Und A1 und A2 muss nachher auf 0 kommen. Primärkosten heißt Kosten, die von außen verursacht wurden. Also die Kostenstellen nach außen bezahlen. Wenn Sie das lesen können, da steht die Kostenstelle A1. Die hat 400 Leistungseinheiten hergestellt. Also zum Beispiel 400 Stunden Reparaturarbeiten verrichtet. 50 Stunden für Kostenstelle A2, 150 für K1, 200 für K2. Und die 10.000, die da an Kosten aufgetreten sind, die werden jetzt genau nach diesem Schlüssel verteilt auf A2, K1 und K2. Also im Verhältnis 1 zu 3 zu 4 werden jetzt diese 10.000 aufgeschlüsselt und verteilt. Danach ist A1 entlastet, ist auf 0 und die restlichen Kostenstellen haben jetzt ein bisschen mehr als Summe dazu stehen, das sind jetzt also Sekundärkosten, ne? Kosten, die innerhalb der Firma verrechnet wurden. So, Kostenstelle A2 ist auch eine Vorkostenstelle, hat jetzt zum Beispiel an A1 200 Leistungseinheiten geleistet, zum Beispiel, wenn das zum Beispiel jetzt ein Gasversorger wäre, hätte die Kostenstelle A2 200 Kubikmeter an A1 geliefert, 300 an K1, 500 an K2. Und entsprechend müssen jetzt die Kosten von insgesamt 21.000 umgelegt werden nach diesem Schlüssel. Aber weil wir nach dem Treppenverfahren arbeiten, beim Treppenverfahren vernachlässigt man den Austausch von Leistungen von A1 und A2. Sagt man einfach so, die 21.000, die werden verteilt im Verhältnis 3 zu 5 zwischen K1 und K2. Manchmal ist aus Vereinfachungsgründen, es ist so eine Lösung, die pragmatische. Ja, und jetzt haben wir das, was wir haben wollten. A1 und A2 sind entlastet und die Endkostenstellen haben jetzt ihre Sekundärkosten und insgesamt dann die Gesamtkosten aufgelistet. Hier ein Beispiel aus dem Skript. Ein etwas umfangreicheren Betriebsabrechnungsbogen. Den sollen Sie bearbeiten. Ist also im Grunde ganz, ganz einfache Mathematik. Ganz klassisch der Betriebsabrechnungsbogen. Spalten sind die Kostenstellen. Wir haben jetzt hier mehrere Vorkostenstellen, mehrere Hauptkostenstellen. Zeilen sind die Kostenarten. Und zum Beispiel, es sind Energiekosten angefallen in dieser Höhe, 36.000. Und die werden nach diesem Schlüssel hier verteilt. Manchmal sind diese Schlüssel auch Gegenstand von Diskussionen, gerade bei Kostenstellenleitern. Vielleicht können Sie das auch nochmal miterleben. Hier haben wir es nochmal ein bisschen größer. Also die Energie soll verteilt werden nach diesem Schlüssel, Reinigung nach diesem Schlüssel und die restlichen Kosten nach dem anderen Schlüssel. Das ist eine ganz einfache arithmetische Aufgabe. Wenn Sie 36.000 Euro im Verhältnis 2 zu 2 zu 3 zu 4 zu 4 zu 2 zu 1 verteilen sollen, dann zählen Sie die Zahlen zusammen, kommt 18 raus, bedeutet, Sie haben Verrechnungseinheiten von 2.000 Euro. Jede Ziffer steht für 2.000 Euro und im Fall der Reinigung haben Sie 1.000 Euro und im Fall der sonstigen Kosten auch 1.000 Euro. Ist also wirklich einfach zu verteilen. Es
können Sie vielleicht, wenn der Platz da reicht, können Sie das ja schon mal machen. Hier die 36.000 Euro verteilen wir mit dem Schlüssel in der Art und Weise. Eine Verrechnungseinheit ist jeweils 2.000, das heißt hier sind 4, 4, 6, 8, 8, 4, 2. Bei der Reinigung haben wir 1.000 und bei der verschiedenen Kosten haben wir auch 1.000. So, jetzt haben wir erstmal die gesamten Kosten verteilt und wir summieren jetzt erstmal, was da die einzelnen Primärkosten ergeben. Das sind diese 2, 4, 6, 7 Zahlen. Diese 7 Zahlen. Und wenn Sie kontrollieren wollen, ob Sie richtig gerechnet haben, addieren Sie diese Zeile, addieren Sie diese Spalte und es muss dasselbe rauskommen. Wir verteilen die Kosten anders. Wir generieren keine Kosten und lassen auch nichts in den Tisch fallen. So, nächster Schritt ist jetzt, dass wir die Vorkostenstellen entlasten nach verschiedenen Schlüsseln. Die Zahlen schreibe ich hin. Und am Schluss dürfen nur noch die farblich markierten Endkostenstellen vorkommen. Rot Material, grün Fertigung, blau Verwaltung und Vertrieb. Diese beiden Zahlen müssen dann entsprechend verteilt werden auf die anderen Kostenstellen. Das machen wir jetzt mal mit der allgemeinen Kostenstelle. Und zwar hieß es da, wenn es zum Beispiel die Kantine ist, die allgemeine Kostenstelle, dann heißt es da zum Beispiel, da hat man verabredet, das wird nach Mitarbeiteranzahl, wird das jetzt verteilt, die Kantinenkosten. Das ist auch eine vernünftige Sache. Hier oben haben Sie die Mitarbeiteranzahl, 20 Mitarbeiter Vertrieb, 15 Verwaltung und so weiter und so weiter. Und die 23.000 Euro werden jetzt nach den Mitarbeitern verteilt nach diesen Zahlen, wenn Sie zusammenzählen, das sind 100 Mitarbeiter. Das heißt, pro Mitarbeiter haben wir dann 230 Euro. Entsprechend hier verteilt. Das ist. Und dann diese Zahlen. Danach ist die allgemeine Kostenstelle auf 0 entlastet und die anderen Kostenstellen können dann entsprechend neu zusammenzählen. Wir zählen aber jetzt nur die Fertigungshilfsstelle neu zusammen, weil die muss als nächstes entlastet werden. Diese 43.150, das sind offensichtlich Kosten, die für Reparaturen angefallen sind, und zwar für Reparaturen nur in den Fertigungsstellen. Darum heißt es auch Fertigungshilfsstelle. Also die sind hier und hier angefallen und da hat sich als Schlüssel offensichtlich hier in dem Fall das Verhältnis 4 zu 6 bewährt und werden eben diese 43.000 im Verhältnis 4 zu 6 verteilt. Also 60% davon gehen an Fertigung 1, 40% an 2. Damit ist auch die Hilfsstelle entlastet und wir haben nur noch die farblich gekennzeichneten Stellen. Wir haben die Gemeinkosten jetzt auf die Endkostenstellen. Im nächsten Schritt überlegen wir uns dann, wir wollen ja letztendlich dann auch, also wir wollen zwei Dinge haben. Wir wollen einmal diese Zahlen hier haben, denn das ist für die Kostenstellenleiter wichtig. Wie haben Sie gewirtschaftet als Kostenstelle? Das sind schon mal wichtige Zahlen für sich. Aber wir nehmen die Zahlen auch als Ausgangspunkt, um dann die Selbstkosten unserer Produkte zu ermitteln. Wir überlegen dann, wie stark war jetzt zum Beispiel die Produktherstellung, oder wie stark hat die Herstellung des Produktes A diesen Fertigungsbereich tangiert? Wenn Sie da eine Zahl haben, dann können Sie diese 96.000 entsprechend prozentual auf das Produkt A unterrechnen. Treppenverfahren hatten wir eben angewandt. Das war jetzt ein klassisches Treppenverfahren. Da geht es also nur in eine Richtung, nämlich von links nach rechts. Die eine Stelle leistet was, oder die links stehende Stelle leistet was für Stellen, die rechts sind. Was wir hier nicht berücksichtigen können in dem einfachen Verfahren, ist, wenn eine Stelle eben
nach rechts und links was leistet, da muss man dann aufwendiger Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung verwenden, zum Beispiel dieses Gleichungsverfahren. Hier haben wir ein komplizierteres Geflecht. Die Vorkostenstelle 2, die nimmt Leistung auf von Kostenstelle 1, liefert aber auch Leistung an Stelle 1 und so, auch mit Kostenstelle 3 verflochten. Hier ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter und hier muss man dann auch die Mathematik entsprechend mehr bemühen. Es gilt eigentlich eine ganz einfache Gleichung, die aber im konkreten Fall schon etwas Probleme aufwerfen kann. Und zwar für jede Kostenstelle. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie sind ein Kostenstellenleiter, gilt folgende Gleichung. Das, was Sie an Kosten haben, das legen Sie komplett um auf Ihre Kunden. Sie arbeiten also kostenneutral in dem Fall. Und was Sie als Kosten haben, sind einmal die primären Kosten, das, was Sie an außerhalb der Firma bezahlen, und das sind die sekundären Kosten, die Kosten, die Sie innerhalb der Firma an andere Kostenstellen bezahlen. Das ist das, was Sie bezahlen und das legen Sie jetzt komplett um auf Ihre Kunden, auf Ihre innerbetrieblichen Kunden, Ihre abgegebene Leistung. Das ist die Formel, die wird eigentlich erst dann deutlich, wenn man sie mal richtig anwendet. Und vielleicht nehmen wir mal dann nicht das Beispiel, sondern wir nehmen gleich die Übungsaufgabe. Übungsaufgabe sieht so aus, Sie haben eine Vorkostenstelle, die fürs Gas zuständig ist, die Gas erzeugt, und eine Vorkostenstelle, die Strom erzeugt. Diese Kostenstellen haben Primärkosten, 40.000, 3.000. Und diese Kosten geben natürlich sehr viel an Leistung an die Hauptkostenstellen ab, geben aber auch Leistung untereinander ab. Ich habe das mal ein bisschen grafisch kennzeichnet. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt Kostenstellenleiter bei der Kostenstelle Gas. Sie haben Primärkosten, also Sie müssen zum Beispiel Ihre Mitarbeiter bezahlen, Sie müssen irgendwelche Rohstoffe bezahlen, Primärkosten nach außen. Sie müssen aber auch Strom bezahlen, den Sie von innerhalb der Firma bekommen. Sie haben also Stromkosten innerhalb der Firma, Sekundärkosten. Und diese gesamten Kosten, die Sie jetzt haben, die legen Sie auf Ihre Gaslieferung um. Die Leistung, die Sie hier erbringen, die berechnen Sie so, dass Ihre ganzen Kosten gedeckt sind. Die Leistung, die erbringen Sie vor allem an Hauptkostenstellen, aber eben auch Kostenstelle Strom. Sie liefern an beide. So, und die Rechnung sieht dann so aus. Sie haben die primären Kosten, addieren dazu die sekundären Kosten und kriegen daraus die abgegebene Leistung. Die primären Kosten, das waren die 40.000, müssen Sie zahlen nach außen. Die sekundären Kosten, das sind jetzt Ihre Stromkosten. Und die Stromkosten verrechnen Sie mit diesem Kostenstellenleiter. Der hat einen Kostenstellensatz, K2, den muss er Ihnen dann sagen. Sie haben 5.000 Kilowattstunden verbraucht, also müssen Sie 5.000 Kilowattstunden mal den Kostenstellensatz an den Stromkostenstellenleiter zahlen oder an diese Kostenstelle zahlen. Und diese ganzen Kosten, die verteilen Sie auf Ihre Leistung. Sie haben immerhin wie viele Kubikmeter? 2.000 Kubikmeter haben Sie hergestellt an Gas und die verkaufen Sie jetzt zum Faktor K1, so zum Preis K1. Mit dem Preis K1 können Sie noch nicht nennen, weil Ihnen der Kostenstellenleiter von Strom K2 noch nicht genannt hat. Also Sie haben zwei Unbekannte, ein klassisches Problem in der Mathematik, Sie haben zwei Unbekannte. Und das Gleiche gilt aber auch für den Kostenstellenleiter von Strom. Er hat primäre Kosten, er hat sekundäre Kosten und gibt Leistung ab. Sie haben also jetzt primären Kosten, sekundäre Kosten, Leistung. 3.000 nach außen. Dann K1 ist der Preis vom Gas mal die 100 Kubikmeter. Und was da rauskommt, das wird jetzt verteilt auf die Strommenge von 50.000 Kilowattstunden. Sie haben also zwei Unbekannte, aber auch hier auch ist zwei Gleichungen und es ist kein Problem für Sie,
dieses K1 und K2 auszeichnen. In diesen beiden Formeln steckt genau das drin, was ich vorhin sagte. Abgegebene Leistung gleich Kosten für die aufgenommene Leistung. Ich habe es zum Beispiel jetzt so gemacht, dass ich die zweite Gleichung mit 50 multipliziert. Moment, nee, wie habe ich das gemacht? Ich habe die zweite Gleichung multipliziert mit 20. Genau, mit 20. Und dann fällt der Faktor K1 weg, wenn Sie beide Gleichungen addieren. Und dann können Sie K2 ausrechnen. Und Sie erhalten dann K2 etwa 10 Euro pro Kilowattstunde. Das ist der Kostensatz für Strom. Und wenn Sie jetzt nach K1 dann auflösen, haben Sie 20 Euro pro, Moment, das muss pro Kubikmeter heißen, Entschuldigung. Das muss pro Kubikmeter heißen. Ach, das ist ärgerlich jetzt hier. Pro Kubikmeter. So. Und damit Sie es noch ein bisschen anschaulicher haben, diese Kostenverflechtung sieht jetzt so aus. Kostenstelle Gas zahlt 40.000 nach außen, zahlt 503 Euro an die Kostenstelle Strom, verlangt von den Hauptkostenstellen 38.478 und verlangt von Strom 2025. Damit geht alles auf Null auf. So, wir haben jetzt die Vorkosten auf die Hauptkostenstellen verteilt, entweder mit dem Treppenverfahren oder mit dem mathematischen Gleichungsverfahren und haben jetzt hier überall so eine Endsumme zu stehen für die Hauptkostenstellen. Und diese Zahl müssen wir jetzt, oder sollten wir jetzt mit einem sinnvollen Schlüssel auf die Produkte verteilen. Und dabei ist folgender Gedankengang in der Literatur üblich. Also wenn Sie so ein Produkt sich anschauen, was jetzt in der Firma entsteht, meinetwegen auch so ein Auto. Ne? Fangen wir mal an mit dem Material Einzelkosten. Also Sie haben erstmal das ganze Material, aus dem das Auto besteht. Einzelkosten fallen dafür an. Das ist schon mal eine Linie. Dann haben Sie Fertigungseinzelkosten, die Löhne der Leute, die an diesem einen Produkt arbeiten. Das sind die Fertigungseinzelkosten. So, dann benutzt dieses Gut oder dieser Kostenträger benutzt jetzt die Materialkostenstelle zum gewissen Prozentsatz, die Fertigungskostenstelle, die Betriebs- und Verwaltungskostenstelle zum gewissen Prozentsatz. Und entsprechend wird das Produkt dann auch an den Kosten beteiligt. Wenn dieses Produkt diese Kostenstelle zu 10% nutzt, dann werden eben 10% von diesen Kosten dem Produkt zugeordnet. Das geht über eine Zahl, die man Materialgemeinkostenzuschlagsatz nennt, GKZS. Genauso wird bei der Fertigung verfahren. Das Produkt nutzt eine Fertigungskostenstelle zum gewissen Prozentsatz, also muss es auch prozentual beteiligt werden an den Kosten. Beim Vertrieb und bei der Verwaltung ist es üblicherweise so, dass man da nicht so einfach zurechnen kann. Man macht dann Folgendes. Man macht aus diesen vier bis jetzt angefallenen Kosten, macht man einen Block und den nennt man Herstellkosten. Das sind die Herstellkosten. Und dann sagt man, ja, je höher die Herstellkosten sind, desto nach den Herstellkosten werden dann die Vertriebsgemeinkosten und die Verwaltungsgemeinkosten auf die Selbstkosten des Produktes umgelegt. So sieht also dieser Pfeil aus, der immer dicker wird, und das nennt man Zuschlagsverfahren. So berechnet man Selbstkosten nach dem Zuschlagsverfahren. Input sind einmal die Einzelkosten hier unten und dann
die Zahlen, die hier stehen, umgerechnet auf Zuschlag setze. Da werden wir auch nächstes Mal noch ein bisschen was mehr dazu sagen. Das Zuschlagsverfahren. Hier sind Selbstkosten. Verwechseln Sie nicht Herstellkosten und Selbstkosten. Bei den Selbstkosten sind Verwaltung und Vertrieb schon dabei. Bei den Herstellkosten ist nur die Fertigung und das Material dabei. So, Sie erinnern sich an unseren Betriebsabrechnungspunkt von vorhin. Da hatten wir im einfachsten Fall diese vier Endkostenstellen aufgestellt und hatten festgestellt, das sind die Gemeinkosten, die verteilten Gemeinkosten. Also in der Materialkostenstelle sind knapp 15.000 Euro an Gemeinkosten angefallen. So. Wir hatten auch ganz am Anfang gesagt, die Einzelkosten für unsere Produkte waren 100.000 und 70.000. Und jetzt muss man diese Zuschlagssätze ermitteln. Und man macht das wie folgt. Man sagt sich, okay, 100.000 Einzelkosten Material, 15.000 Gemeinkosten in der Materialkostenfülle. Bedeutet, für jeden Euro, den Material kostet, wurden 15 Cent in der Materialkostenstelle aufgewendet. Und wenn man es dividiert, die Materialgemeinkosten durch die Materialeinzelkosten, kriegt man eben diese 15% raus. Für jeden Euro Materialeinzelkosten irgendeines Produktes schlage ich 15% drauf und verteile dann praktisch diese Materialstellenkosten auf die einzelnen Produkte. Und wenn jetzt irgendein Produkt 20 Euro Materialkosten hat, dann schlage ich 15% zu und beteilige praktisch dann dieses Produkt an der Kostenstelle Material. Ähnlich bei der Fertigung. Für jeden Euro Fertigungslohn, habe ich fast einen halben Euro Gemeinkosten in der Fertigung. Das nennt sich Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz. Das ist der Materialgemeinkostenzuschlagssatz. Hier haben wir zum Beispiel die Materialgemeinkosten, hier haben wir die Fertigungsgemeinkosten, hier haben wir die Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten und der Materialgemeinkostenzuschlagssatz ist jetzt gleich Materialgemeinkosten durch Materialeinzelkosten. Und Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz ist Fertigungsgemeinkosten durch Fertigungseinzelkosten. Jetzt haben wir schon vier Kostenarten genannt. Material, Einzelkosten, Gemeinkosten, Fertigungseinzelkosten, Gemeinkosten. Wenn die zusammenzählen, erhalten wir die von Herstellkosten, HK, die Herstellkosten. Und die Herstellkosten sind dann die Bezugsgröße für die Verwaltungs- und Betriebsgemeinkosten. Folgender Gedankengang: Für jeden Euro Herstellkosten sind ca. 10 Cent Kosten der Verwaltung aufgetreten. Und entsprechend rechne ich jetzt halt die Beteiligung an der Verwaltungsstelle von jedem einzelnen Produkt aus. Und ähnlich 8% im Vertrieb. Bedeutet, Sie bekommen dann am Ende der Kostenstellenrechnung, am Ende des Betriebsabrechnungsbogens, bekommen Sie eine große Tabelle. Sie bekommen von jeder Kostenstelle die Summe an Gemeinkosten und Sie bekommen dann am Schluss mindestens vier Gemeinkostenzuschlagssätze in prozentualer Form. Was können Sie jetzt damit anfangen? Da werden wir auch nächstes Mal ausführlich drüber sprechen. Wir können jetzt sehr schön die Selbstkosten kalkulieren. Nehmen wir mal an, also die Zuschlagssätze haben Sie jetzt hier gegeben. Das hatten wir hier, hatten wir also
etwa 9% und 7%. Hier hatten wir ca. 50% und 15%. So ganz klassische Werte. Und nehmen wir mal an, wir kalkulieren jetzt was. Wir sagen, wir haben ein vielleicht auch neues Produkt, was 300 Euro Material Einzelkosten hat. Dann schlagen wir die 15% dazu für die Materialgemeinkosten. Die Fertigungskosten sollen, wir sind abgeschätzt zu 100 Euro, schlagen wir die 50% dazu für die Fertigungsgemeinkosten. Dann haben wir die Herstellkosten von knapp 500 Euro. Schlagen wir 9% und 7% nochmal drauf für die Verwaltung und für den Vertrieb. Und dann haben wir sehr schön Selbstkosten von 581 Euro geschätzt oder errechnet. Das ist die Zuschlagskalkulation, so nennt man das. Zuschlagskalkulation. Machen wir gleich eine Übung dazu. Und zwar haben wir hier einen Betriebsabrechnungsbogen. Und wir sollen die Gemeinkostenzuschlagsätze berechnen. Ist also alles einfache Mathematik. Wir haben hier 4 Endkostenstellen schon. Einmal der Einkauf, also Material, kann man dazu sagen. Dreherei und Fräserei, das sind 2 Fertigungskostenstellen. Und Verwaltung ist eben die Verwaltungskostenstelle. Den Vertrieb haben wir hier gar nicht mit drin. Muss ja auch nicht sein. So, erster Punkt, wir ergänzen zunächst mal den gesamten BAB. Wir haben die primären Gemeinkosten hier schon aufgelistet. €5.000, €4.600.000 für Wasser, Instandhaltung in dieser Art und Weise. Die Kosten sind ja gegeben und dann summieren wir alles. Und haben diese Endsummen. Das ist das, was hier entsprechend umrahmt steht, die Endsummen der Hauptkostenstellen. Damit wir diese Endsummen umlegen können auf die einzelnen Produkte, brauchen wir diese Zuschlagsätze. Und die Zuschlagssätze haben bestimmte Bezugsgrößen. Das hier sind die Bezugsgrößen. Das sind alles Konventionen. Man kann davon abweichen, aber es hat sich eben eingebürgert. Die Bezugsgrößen sind die Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten und die Herstellkosten. Die Materialeinzelkosten sind gegeben. Die Fertigungseinzelkosten sind gegeben, und zwar für die beiden Fertigungskostenstellen getrennt. Und die Herstellkosten, die müssen Sie jetzt als erstes mal errechnen. Die Herstellkosten, die errechnen sich ja aus den Materialeinzelkosten plus Materialgemeinkosten plus Fertigungseinzelkosten plus Fertigungsgemeinkosten. Ganz einfache Mathematik. Hier habe ich es nochmal auch farblich gekennzeichnet. Rechnen Sie es zu Hause nach. Herstellkosten sind dann 1,8 Millionen. Jetzt haben Sie die 4 Bezugsgrößen, die wir brauchen. Und damit ist es kein Problem mehr, die Gemeinkostenzuschlagsätze zu ermitteln. Für den Einkauf und für das Material hatten wir gesagt, 62.000 stand hier als Summe. Bezugsgröße war 250.000, also sind das 62 durch 250, sind 25% Materialgemeinkostenzuschlagsatz. Hier entsprechend 420 durch 525, 80%. Das ist ganz typisch, dass bei den Fertigungskostenstellen, dass da die Zuschlagssätze sehr hoch sind, teilweise mehrere 100%, hier zum Beispiel 150%. Das ist dann auch mit Problemen behaftet, auf die wir dann auch demnächst noch eingehen werden. Es ist ganz klar, wenn jetzt ein Produkt,
was wir herstellen, gar nicht diese Kostenstelle tangiert, dann wird natürlich auch hier diese 80% nicht wirksam werden. Nur wenn Produkt eine Kostenstelle wirklich tangiert, dann wird es mit diesem Prozentsatz beaufschlagt. Verwaltung, kleiner Prozentsatz, aber das liegt auch daran, dass die Bezugsgröße hier sehr, sehr groß ist. Ne? Für 1,8 Millionen ist eben 12% schon eine ganze Menge. Und jetzt könnten Sie zum Beispiel Selbstkosten berechnen für ein Produkt, was so und so viel Material-Einzelkosten hat und so und so viel Fertigungskosten in der Dreherei, in der Fräserei. Könnten Sie sofort berechnen, was das für einen Selbstkostenbetrag ausmachen würde. Ja, fassen wir zusammen. Kostenstellenrechnung, wir haben also jetzt genau das hier getan. Kostenstellen sind organisatorische Einheiten in einem Unternehmen. Wie die genau aussehen, das ist freibleibend. Wichtig ist, dass die Gemeinkosten auf die Kostenstellen verteilt werden mittels des Betriebsabrechnungsbogens. Möglichst verursachungsgerecht. Manchmal ist es sehr einfach zuzuordnen. Manchmal braucht man einen Schlüssel, der manchmal auch diskussionswürdig ist. Die Vorkostenstellen, die werden dann auch auf die Hauptkostenstellen umgelegt. Und zum Schluss hat man dann die Gesamtgemeinkosten der Hauptkostenstellen. Zusammen mit einigen Bezugsgrößen kann man dann die Gemeinkostenzuschlagsätze ermitteln. Und diese Gemeinkostenzuschlagsätze, die brauchen wir, um zusammen mit den Einzelkosten ein Produkt zu kalkulieren. Und das machen wir